Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Ihr Skyrim. Wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Viele haben hier übrigens Quests. Die erkennen wir an den Markern hier oben. Ihr seid jemand, der für habt ihr Ratschläge für mich? Nee, aber gibt es Arbeit, die erledigt werden muss? Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir bei meiner Suche beistehen könntet. Ich habe das letzte Totem gefunden. Glaube ich zumindest. Ach Gott, ein neuer Die Informationen waren nicht einfach zu bekommen, aber jeder hat seinen Preis. Und seine Schmerzgrenze. Wollt ihr mitkommen? Ja, Totemsuche, los geht's. Wir jagen gemeinsam. Begonnen die Totems von Hyrcine. Bringe das Totem von Hyrcine in deinen Besitz. Wie sonst auch alles. Wo soll es denn zu finden gewesen sein? Beziehungsweise wo ist es? Bruchbeinpass. Flusswald, aber Haus Seeblick ist in der Nähe. Ich springe einfach mal dahin. Man sagt übrigens, dass auf einen wählerisch äußert ist, Assassinenorganisation Zwielichtige diese und können zu beitreten Bruderschaft Dunklen der um muss warten. Spastische Anfälle. Dagegen hilft Vitamin C. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ilinaltas Tiefe. Bin ich überhaupt richtig? Ah, ja, jetzt bin ich glaube ich richtig. Oder auch nicht. Na, vielleicht aber auch doch. Hängt von der Sichtweise ab. Kommt die hinterher? Nö. Na, die wird wahrscheinlich gleich hinterher springen. Südlicher Bruchbeinpass entdeckt. Spinnen. Die Spinnen. Wow. Haut. Okay. Suchen wir das Totem. Ein M für Mike. Ich meine natürlich, oha. Nicht Lydia hier, Dings. Ich hätte dich fast angeschossen. Ich habe eine Falle aktiviert. Frostrune, kennen wir eigentlich noch nicht. Ist mir aber auch egal. Klingt nicht gut. Totenbeschwörer. Ich
Och, Menno, ich wollte ihn umbringen. Was hast du dir denn geholt? Stab der Eisstämme. Ein Seelenstein. Ein Nord, ein toter Nord. Seelenmagiker. Oh. Ein Buch. Hey, irgendwas zum Entzaubern. Cool. Könnte ich irgendwas verzaubern? Nö, eigentlich nicht. Ich sehe auch gerade, ich habe keinen richtigen Umhang an. Dann könnte ich eigentlich den Cloak des Drachenpriesters nehmen. Ja. Ah, nein. Nee, stopp zurück. Den nicht. Was ist denn mit dem Cloak des Necromancers? Ja, ich glaube, das ist besser. Den mal bitte verzaubern. Uff, was verzaubern wir denn drauf? Feuerresistenz? Schießkunst ist natürlich geil. Oh, wow, ja, schön. Mehr Schaden. So. Bogenumhang. So. Jetzt machen wir mit dem Bogen mehr Schaden. Das ist toll. Ein himmlisches Elfenschwert. Ein Wolf-Totem. Zauberbuch Seenfalle. Habt ihr es? Suchen wir das hier. Das passt absolut auf die Beschreibung des Totems aus Kjors altem Buch. Bringen wir das Ding zur Tiefenschmiede. Alles klar. Bringen wir das Totem in die Tiefenschmiede. Kenne ich diesen Zauber Seenfalle? Nee, kenne ich nicht. Stirbt das Ziel innerhalb von 60 Sekunden, füllt es einen Seenstein. Ist prima in Kombination vielleicht mit dem Buch. Quatsch, mit dem Ding. Seenfalle. Autsch. So, ich mach das mal ein bisschen mit Azuras Mond. Also können wir nämlich ein paar Seelen füllen. Vorausgesetzt, wir finden noch ein paar. Ah, hat sich hier erledigt. Gut. Ich glaube, das war dann auch der letzte so ziemlich. Die meisten Leute im Himmelsrand glaubten, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Nördlicher Bruchbeinpass entdeckt. Da können wir schon fast zu Fuß nach Hause laufen. Aber nein, wir machen das stilgerecht. Wow. Skyrim. Habe ich schon 222 Stunden gespielt. Ey, hier sind immer Gold drin, cool. Nein, nicht gut.
Habe ich irgendwas reingeworfen, was nicht rein darf? Nee. Gut, wir sonst zur Tiefenschmiede. An der Forge. Oha, und ich glaube, jetzt wird's eng. War das das letzte Teil? Sieht fast aus. Legen wir es drauf. Running Man, Running Woman, Running Woman. Zam da 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 da. Der Geist von Skjör begleitet uns auf diesem Auftrag. Ich spüre es. Ja, spüren wir es draußen. Och Mann. Das Spiel weigert sich gerade, aber richtig. Moment. Dum 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 dum. Hm, ja, so sehe ich übrigens auch aus. Zumindest lasse ich mir langsam so ein Bart wachsen anscheinend. Riesen sind Grunz. Mist, die rennt immer noch. Ja, dann ist das halt eine laufende Lady. Dann wird sie halt die ganze Zeit laufen. Legen wir das Ding rauf. Bringe das Totem in die Tiefenschmiede. Abgeschlossen, die Totems von Hirsine. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Nö. Mhm. Dann bleib erstmal hier drin. Meine Fresse, ey. Die sind nur am Laufen. Am laufenden Band. Ich gehe mal eine Runde pennen. Mache ich mal hier drinne. Dann fragen wir mal einen anderen nach Arbeit. Mal gucken, was es dann gibt. Oh, wir haben übrigens 54 von 75 freigeschaltet bei Skyrim an Errungenschaften. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Großteil ist ja versehentlich passiert. Ich schlaf mal hier. Das ist mein Bett. So. 11 Stunden sollten reichen. Eigentlich ein bisschen weniger, denke ich. So. Wer hat Arbeit? Da kommt jemand. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wart mal eben, ich suche nach Arbeit. Wir haben ein verzweifeltes Sendschreiben erhalten. Ein Bürger aus Hafingar wurde entführt. Die Gefährten haben unsere Hilfe erbeten. Und wir werden sie nicht enttäuschen. Besonders, wenn die Bezahlung dermaßen gut ist. Hm? Trödelt nicht. Kaum auszudenken, was passieren könnte, wenn ihr zu spät kommt. Ich mache mich auf die Arbeit. Begonnen. Rettungsmission. Befreie Katla aus Dunkelwasserhöhle. Mhm. Das machen wir doch gerne. Gut, das Schlafen hat sich bezahlt gemacht. Aela ist nicht mehr im Laufen. Das heißt, die nächste Mission können wir dann auch nochmal durchführen. Merkwürdige Bugs haben wir heute. Skybug. Skybug Sweepwood. Oh Mann. Meine Nase läuft auf einmal. Was benötigt ihr, mein Freund? Die könnte uns eigentlich helfen. Mhm.
Hafinger. Das ist doch im Norden und nicht im Süden, oder? Dunkelwasserhöhle. Aha. Auf nach Niederheim. Von dort aus gehen wir dann dorthin und werden das Ziel dann erlegen. Und ich werde müde. Das heißt, das wird die letzte Folge. Es regnet. Seit wann regnet es in Skyrim? Und wo soll ich hin? Ich muss nach unten. Komme ich hier irgendwie runter? Ja, hier. Aber. Kann ich rollen? Nee, ich kann nicht rollen. Warum nicht? Oh je, das wird ein Spaß. Oh. Tutum, 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 tutum. Ich darf nicht den Wasserfall runter. Gut, hier ist unser Ziel. Darkwater Pass. Da habe ich mich mal eben den Wasserfall runtergestürzt, es aber überlebt. Na super. Was wissen du? Mickriger Falmer. Was? Ah, seht ihr den da? Den? Schmerz. Mist. Schwere Rüstung, ah. Gehen auch schwere Tränke. So, so nochmal ein Bild. Mann. Damit die Bilder schnell weggehen und ich hier ein Foto schießen kann. Bam. So. Dann kann ich das wieder so aufrufen. Abspeichern. Und sagen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.